Es gibt ja so Tage, da haben wir diese Filme, die wir geguckt haben, die passen so schön thematisch zusammen und das ist alles so ein schönes Paket, was wir euch so liefern können. Und dann haben wir heute einen Tag mit Celine Sciamma und Terrence Malick und mal abgesehen davon, dass die beide so historische Sachen machen, keine Ahnung. Passen die nicht wirklich zusammen? Fangen wir mit dem Grasstreichler Deluxe an. Genau, Terrence Malicks neuer Film A Hidden Life erzählt die Geschichte von Franz Jägerstätter, einem österreichischen Bauern aus St. Radegund, der Kriegsdienstverweigerer war, und zwar in der Zeit des Dritten Reichs. Das kann man, also man ahnt, dass das ihm nicht gut bekommen ist. Er wurde 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet und wurde dann 1997, wenn ich richtig liege, selig gesprochen. Nee, ich glaube, es war 2007. Wie auch immer, also er wurde selig gesprochen und gilt so als einer der großen Märtyrer. Okay, das klingt jetzt aber wirklich nicht nach einem typischen Malick-Film. Naja, er ist insofern schon untypisch, weil er sehr stark ins Narrative zurückkehrt. Nachdem wir in den letzten Filmen eher so eine Auflösung hatten und so reine Formspielereien. Ja. Und es ist ein historischer Stoff, ne, der also klar sich an... Ja, aber Malick bei den Nazis. Also wie kommt das, also so ästhetisch habe ich so das Gefühl... Naja, das ist dadurch, dass es halt eben überwiegend in St. Radegund spielt, ist es sehr naturverhaftet. Also die... Also Gras streicheln. Der Nein, Wind. Sagen wir mal so, der Wind wogt eher durch die Weizenfelder und durch die Wiesen. Die Wolken hängen sehr malerisch da über diesem Ort. Und es ist, also man hat so das Gefühl, so das bäuerliche Leben in St. Radegund, das ist so eine Art Paradies, das dann sozusagen gestört wird durch den Nationalsozialismus. Der natürlich von außen... Der von außen kommt, beziehungsweise hält sich da Malick gar nicht groß mit dem einem Vorher-Nachher auf, sondern steigt direkt gleich mit der Machtergreifung oder beziehungsweise mit dem Anschluss Österreichs ein. Insofern wissen wir nicht genau, aber es schwingt so immer ein bisschen mit, ja, vorher war dieses Zusammenleben, dieses bäuerliche, einfache Zusammenleben ein Paradies, das jetzt eben zerstört würde. Ja. Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil ich mal wieder das Gefühl habe, was ich auch bei den letzten Filmen schon hatte und dieses Mal trifft, ist es noch mal stärker, weil es ein historischer Stoff ist, dass Malick sich eigentlich für seine Figuren überhaupt nicht interessiert, sondern die eigentlich nur so Abziehbilder sind, die halt irgendwie ins ästhetische Konzept passen müssen. Das ist das komplette Gegenteil zu Celine Sciamma an dieser Stelle, die sich sehr, sehr für ihre Figuren interessiert und die nach dem phänomenalen Girlhood jetzt hier den neuen Film gelegt hat, das Porträt einer Frau, die Feuer gefangen hat. Und es geht, wir sind im 18. Jahrhundert zur Abwechslung und nicht mehr in den Banlieues der Jetztzeit. Und wir begleiten eine junge Malerin auf ihrem Weg in einen sehr abgelegenen Ort. Dort soll sie ein Hochzeitsporträt malen. Also die eigentlich würde man heutzutage ein Foto machen und dem vielleicht Bräutigam schicken, aber damals wurde das noch gemalt. Problem ist nur, die junge Frau, die da gemalt werden soll, hat keinen Bock, sich malen zu lassen, weil sie will auch gar nicht heiraten. Und jetzt soll sie das sozusagen so mit ihr immer spazieren gehen und dann aus dem, was sie da beobachtet hat, sozusagen das Bild zusammen puzzeln. Und diese zwei jungen Frauen lernen sich nun kennen und fangen an, bei ihren Spaziergängen ein bisschen zu reden und sind sehr fasziniert voneinander und ich war auch sehr fasziniert von ihnen, weil normalerweise in diesen Filmen im 18. Jahrhundert sind Frauen in einer sehr bestimmten Art gezeichnet, die hier nicht vorkommen. Das sind sehr kluge, selbstbewusste Frauen, die ganz genau wissen, in welcher systemischen Problematik sie als Frauen stecken und welche 2,5 Optionen sie haben und ihnen präsentiert werden, die alle nicht in Ordnung sind. Und wir haben hier sozusagen sofort eine Ebene, die sehr reflektiert ist und die konstant das Dasein von Frauen in all ihren Facetten abcheckt und zeigt. Ein Film, würde ich sagen, der, wenn man ein Mann ist und wirklich keine Ahnung hat von Frauen, man ihn sich anschauen sollte. Weil auch wenn er im 18. Jahrhundert spielt, es sind sozusagen zeitlose Themen. Und wir sehen Dinge, die wir sonst nie sehen. Wir sehen eine junge Frau, die schwanger wird und die abtreibt im 18. Jahrhundert. Wir sehen, wie jemand ihre Periode bekommt und was man da macht. Also sehr, sehr überraschende Sachen, die sozusagen an der Seite passieren. Aber das, was einen wirklich trägt durch den Film, ist die Geschichte der zwei jungen Frauen, die sich irgendwann verlieben ineinander
Und es ist schon klar, dass das nicht großartig enden wird, weil wo sollen die auch hin? In diesen Konventionen können sie ja nichts tun. Aber die Art und Weise, wie Skirmer das ausspielt, mit diesem Selbstbewusstsein und diesem Wissen, man wird leiden, aber trotzdem nimmt man diese Liebe mit. Ja. Und man kifft irgendwie zusammen und man hat Sex zusammen und macht all die Dinge, die man eigentlich sonst nur sieht von jungen Männern in dieser Zeit, aber eben im Geheimen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und bevor man so richtig merkt, was Skirmer da mit einem macht, ist man schon so richtig reingesogen und sitzt da und flennt nur noch eine halbe Stunde und weiß gar nicht warum. Weil es ist sehr, sehr klug, wie sie das anstellt. Sie baut das so langsam auf, dass sie so dein Herz in ihrer Hand hat und dann so ganz, ganz langsam zudrückt. Mhm. Und du weißt, was passieren wird. Du weißt, du wirst das nicht überleben. Du wirst total heulen und völlig fertig sein am Ende des Films. Aber es ist der schöne Schmerz, der wirklich romantische, melancholische und gleichzeitig dieser erbauende und emanzipierende Schmerz, den sie da zeigt. Und das ist wirklich, also fantastisch. Ich war sehr, sehr glücklich mit diesem Film. Gut, also bei meinem Film, ich war nicht glücklich, aber es gab natürlich auch wieder die Stimmen, die dann vom neuen Meisterwerk geraunt haben. Wir haben, meiner Meinung nach, hast du ein wirkliches Meisterwerk gesehen. Ja. Bei mir gehen die Meinungen doch schwer auseinander und ich neige eher... Naja, also entschuldige, der über 60-jährige italienische Kollege neben mir, der hatte da auch eine andere Meinung zu diesem Film. Okay. Der dachte sich so, was ist das denn jetzt? Das hatte ihre Periode. Ja. Aber es ist so, okay. Ich finde, er hätte was lernen können, wäre er ein bisschen offener gewesen. Ja. Aber also auch da muss man sagen, das ist ja immer so. Man darf ja verschiedene Meinungen haben und ihr müsst euch natürlich letztendlich auch eine eigene bilden. Und bis dahin könnt ihr unsere Kritiken und unsere Meinung auf unserer Webseite lesen und wir sehen uns morgen wieder. Au revoir.